Hallo und herzlich willkommen zurück zu Old World. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So Leute, mit der Musik im Spiel gibt's leider ein kleines Copyright-Problem. Und zwar verwendet Old World hier mindestens zwei Stücke, die auf YouTube einen Copyright-Claim verursachen. Darum habe ich in den Videos 4 und 5 die Musik auch gemutet. Beziehungsweise leider die komplette Tonspur des Spiels. Damit das jetzt nicht wieder nötig ist, habe ich die Musik ab dieser Folge leider ausgeschaltet. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn das hinterher passiert. Aber gut. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, wir haben hier oben die Cityside klar gemacht mit unseren Speerkämpfern. Und jetzt könnten wir eigentlich einen Siedler hinschicken. Den bilden wir aus in Antium, sobald wir dort fertig sind mit dem Stonecutter, was? So, ich klicke mal kurz rein. Genau, danach kommt, nee, das ist ein Pharma-Spezialist hier für das Feld. War es doch in Roma. Genau, in Roma kommt der Siedler nach dem Speerkämpfer. Der braucht jetzt noch 3 Jahre. So, dann noch eine interessante Sache, die ich gesehen habe. Wenn man etwas kaufen möchte oder bauen möchte und man hat nicht die nötigen Ressourcen, dann kann man die Ressourcen automatisch kaufen lassen, indem man Alt drückt und die Einheit dann platziert, aber ich glaube, das betrifft uns jetzt noch gar nicht, weil wir haben ja alles, um die Einheiten bauen zu können. Ich glaube, da geht es um bestimmte Projekte oder Einheiten, die vielleicht vom Grunde hier zum Beispiel der Warrior, der braucht ja 50 Werkzeug und wenn man jetzt kein, oder Eisen, wenn man jetzt kein Werkzeug hätte, dann könnte man Alt klicken und dann würde das automatisch hier gekauft über diesen Mechanismus. Genau die Menge, die man braucht, die einem fehlt, wenn man denn genug Gold in der Schatzkammer hat. Das finde ich vom Prinzip her auch eine schöne Sache. Ja, und jetzt gehen wir in die nächste Runde, weil wir können in dieser nicht mehr viel tun. Und quatsche ich vielleicht auch mal ein bisschen weniger jetzt und wir spielen mal ein bisschen schneller. So, unser Erbe wir haben ein Update zur Ausbildung bekommen. Die Ausbilder respektieren ihn und die anderen Studenten versuchen sich gegenseitig zu übertreffen, um sein Freund zu sein. Thriving heißt, es geht ihm sehr gut. Wir können ihm jetzt was geben. Was geben wir ihm? Wir können ihn jetzt ermutigen, halt sich auf seine Ausbildung zu kontrollieren oder ihm sagen, er soll sich auch ein paar Freunde suchen. Ja, ich denke, wir werden ihm das raten, dass er sich auch ein paar Freunde suchen soll. Okay, so. Orders. Ich klicke jetzt künftig in der neuen Runde immer hier einmal durch, damit ich nichts verpasse. Also wir haben die alten Befehlverkauf war nur noch einer. Wir haben Husbandry erforscht. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt auch was Neues erforschen. Machen wir direkt mal am Anfang. Wir wollten ja das hier eigentlich erforschen, weil wir dann den Kanzler freischalten. Außerdem können wir dann Mauern bauen. Der Kanzler bringt uns gewisse Boni, wie zum Beispiel Handelsmissionen, Familien, Geschenke oder auch Inhaftierung. Wenn uns eine gewisse Person hier nicht passt, dann können wir sie vom Kanzler inhaftieren lassen. Aber, wir haben hier so ein paar Technologien, die wesentlich schneller fertig sind. Und deswegen, ich schau mal kurz. Ah, hier kriegen wir das ist interessant. Das hier ist gar keine Technologie. Das ist eine Aktionskarte. Ich glaube, das ist dadurch gekennzeichnet, dass man hier dieses Hexagon drumherum hat. Dadurch bekommen wir nämlich 200 Stein. Sofort, gut geschrieben. Wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir die jetzt nicht auswählen aus diesem Deck, dann verschwindet die nämlich. Dann können wir die nie wieder bekommen. Machen wir. Hör mal, 200 Stein. Haben 393. Warum denn nicht? Das ist ja fast eine Verdopplung. Okay. Genau. Farm fertig und Kornkammer fertig. Das betrifft hier oben
den Bereich. Die Kornkammer, also das ist die Farm, die fertig geworden ist. Die Kornkammer ist noch in Arbeit. Darum wollen wir hier ja auch noch ein weiteres Feld errichten. Brauchen wir im Moment aber gar nicht. Vielleicht machen wir hier einen Steinbruch hin. Das ist, denke ich, in Ordnung. Oh, jetzt ist er weggesprungen. Ich wollte hier noch hin. Weil hier ist die Kornkammer fertig. Und diese Kornkammer, die gibt jetzt diesem Feld einen Bonus. Aber das sehen wir wahrscheinlich nur hier drin. Meine Güte. So. Wir haben hier nämlich... Adjacent plus 0,5 Wachstum. Das hier hat jetzt statt 1 Wachstum 1,5 Wachstum. Ich meine hier unten diesen Wert. Die 50% kommen von der Kornkammer, die jetzt hier steht. Das heißt, auch hier ist klassisch ein Feld für eine Farm vorgesehen. Ich schätze nur, ich habe es vielleicht ein bisschen dumm angestellt, denn hier muss natürlich auch eine Farm hin. Vielleicht hätten wir die Kornkammer lieber dort bauen sollen. Können wir sie auch eigentlich einreißen? Das muss doch eigentlich auch gehen. Steht hier leider nicht. Wir können hier was anderes bauen. Straße zum Beispiel. Ja gut. Ja, ich denke, am geschicktesten ist es jetzt, wenn wir hier eine Farm hinbauen, tatsächlich, wie es vorgeschlagen wird. Farm, Farm, Farm. Oh, das Holz, genau. Wir haben ja gar kein Holz mehr. Ja, dann... Dann gehen wir doch vielleicht hier hin und bauen die... den Steinbruch. Okay. So, was macht der Erkunder? Der geht jetzt hier oben weiter erkunden. Noch ein Dorf der Vandalen. Oh, mit denen sind wir im Krieg. Jetzt habe ich mich da so nah ran bewegt. Ich hoffe mal, dass die jetzt nichts tun werden. Da ist ein Berg, ein Vulkan. Wonshi. So, die eine lassen wir hier stehen. Und die anderen beiden, die ziehen wir hier zu diesem Vandalen-Dörfchen. Ah, jetzt haben wir keine Orders mehr. Wir müssen dringend an Orders kommen. Die sind schon wieder aus. Okay, ja, dann geht's in die nächste Runde. Ja, wir sind offensichtlich nicht die Einzigen, die gegen die Vandalen kämpfen. Wir haben einen neuen Sohn, Mamercus oder Mamercus. Es müsste eigentlich Mamercus heißen. Ja, ich stelle mich mal hier hin. Wenn ich jetzt angreife, mache ich nicht so viel Schaden, dass der andere dann direkt hinterher kann. Deswegen machen wir das mal ruhig. Kriegen wir ja auch Erfahrungspunkte von. Könnten sogar nochmal angreifen. Nee, nochmal angreifen können wir nicht. Okay, dann nächste Einheit. Die zieht auch nach. Und der Erkunder... Ja, da oben sind die Ägypter. So. Speerkämpfer angegriffen, jawohl. Sohn geboren. So, und jetzt geht's nämlich los. Wir haben jetzt Geld ausgegeben, weil wir zu wenig Ressourcen haben. Wir benötigen nämlich für den Unterhalt Holz und das hatten wir nicht, darum haben wir es gekauft. Jetzt müssen wir mal rausfinden, warum wir Unterhalt haben. Das finde ich jetzt leider nicht angezeigt. Woodrate minus 2 steht hier nur. Minus 2 durch Antium. Ah, genau. Durch die Kornkammer. Das wird dann natürlich in Kürze auch minus 4 sein, weil hier noch eine zweite Kornkammer entsteht. Also müssen wir dringend etwas bauen, um die Wälder hier zu bewirtschaften. So, die Einheiten sind von der Animation jetzt noch nicht ideal. So, Ägypten fängt mit dem Apadana an. Und die Assyrer haben die hängenden Gärten vervollständigt. Wir sind jetzt bekannt als The Able, der Fähige. Das gibt uns mehr Legitimität. Plus 15. Das ist ja nicht schlecht. So, wir greifen wieder an.
nochmal. Der andere Kämpfer hat sich schon zurückgezogen. So, ein Update für die Ausbildung unseres Sohns. Er beschwert sich über die Rauheit der militärischen Übungen und Waffendrills und wünscht sich, dass wir ihm einen privaten Veteranensoldaten zur Seite stellen, der ihn trainiert. Ob wir ihn diesen Wunsch erfüllen sollen. Wenn wir ihn jetzt nach Hause holen, weil er mit diesen Übungen nicht klarkommt, würde er Cowardly bekommen. Also, ja, Cowardly ist ein Feigling. Das ist natürlich nicht gut. Hier müssen wir Geld ausgeben, um ihm einen Tutor zur Seite zu stellen, was wir natürlich auch tun werden. So. Noch eine Entscheidung, nämlich die Forschung. Wir haben den Steinbonus bekommen. 200 Stein für uns. Jetzt gibt es hier noch einen Food Boost. Dauert 3 Jahre, aber wir hängen natürlich so hinterher mit der Forschung. Da müssen wir aufpassen. Wow, Citizenship, 13 Jahre. Ermöglicht uns, einen Gerichtshof zu bauen, eine professionelle Armee oder eine Armee auf Freiwilligen basiert. Können wir uns dann ja entscheiden durch ein Gesetz. Also den Food-Bonus finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht. Navigation bringt uns momentan nicht so viel. Tatsächlich wird uns das hier empfohlen. Was macht der Gerichtshof? Erhöht auf jeden Fall die Generierung von Civic und ermöglicht uns einen Schriftgelehrten einen Schriftgelehrten auszubilden. Wisst ihr was, wir machen das. Es dauert 13 Jahre, aber das kann nur richtig sein. So, in den Nebel. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter vorwärts. Oh, da ist endlich mal wieder eine antike Ruine. So. Ein versteckter Hort von Gold und Schmuck. Verschiedene Anhänger, Ohrringe, Ornamente und so weiter. So, wie sollen wir mit diesem Schatz umgehen? Wir können das in die Schatzkammer stecken. Wir können es unseren Truppen schicken. Oder wir können ja untersuchen, also die Handwerkskunst untersuchen, also wie diese Schmuckstücke gefertigt wurden. Dazu bekommen wir dann Erfahrungspunkte und auch Forschungspunkte. Und jetzt pass mal auf, das sind zwar nur 60. Wir brauchen hier 400 Forschungspunkte für Citizenship, aber 60 stellt also einen erheblichen Teil dar. Wenn wir jetzt hier das wählen, dann müssten wir von 13 immerhin auf 11 runterrutschen. Das ist doch wunderbar, haben wir 2 Jahre Forschung gespart. So, da sind noch mehr Vandalen. Das waren unsere Punkte. Wir gucken kurz, ob wir hier alles erledigt haben. Abel. Wieder Geld ausgegeben für Holz. Der Stonecutter in Antium ist ausgebildet. Der Speerkämpfer in Roma. Jetzt ist der Siedler dran. Ja, 6 Befehle verkauft. Und das war's. Ach, wir haben noch eine Einheit gebaut. Ja, die müssen wir noch bewegen. Die würde ich einfach hier hinstellen. Und dort nicht fortifizieren, sondern schlafen legen. Okay, jetzt aber. Nächste Runde. So, unsere Bürger haben einen Geschmack für euer Essen entwickelt, erklärt eine uns besuchende Botschafterin der Ägypter. Würdet ihr darüber nachdenken, Frieden mit Ägypten zu schließen, sodass wir unsere Handelsbeziehungen verstärken können? Das wäre jetzt ein Friedensabkommen. Wir können ablehnen, wir können das Ganze noch mit Geschenken von Nahrung begleiten oder einfach annehmen. Allerdings würde uns das 95 Nahrung kosten.
Wir würden dadurch großzügig werden, 2 Charisma bekommen, wodurch wir global plus 12 Civic bekommen. Das ist natürlich nicht viel. Aber, ah ne, plus 12 Civic Generierung, glaube ich, ne? Mal kurz ein Auge drauf haben. 37,2, weil ich möchte das wählen. Ja, das geht hier tatsächlich auf die Generierungsrate. Wunderbar. Das hat sich gelohnt. Jetzt haben wir Frieden mit Ägypten. In Ostia ist auch ein Speerkämpfer fertig geworden. Den lassen wir hier einfach stehen auf dem Hügel. Sleep. Dann machen wir da gleich den Kampf. Eben gucken. Wieder Geld ausgegeben, Geld bekommen. Unser Scout wurde angegriffen. Ja, hier von den Vandalen. Den müssen wir hier wegbewegen schleunigst. Da sind noch mehr. Dann gehen wir in diese Richtung. Okay, noch ein paar Order übrig bewahren. Ich möchte nämlich eben kämpfen. Und zwar 1 und 2. Dann müssen wir dieser Stadt eine neue Order geben. Wir bauen hier... Was bauen wir hier? Council, Festival, Siedler, eine Worker wäre gut, weil hier haben wir noch gar keinen. Deswegen machen wir das. Dinosaurierknochen. Arbeiter in unserem Steinbruch haben Dinosaurierknochen entdeckt und uns gebeten, Wissenschaftler zum entsprechenden Ort zu schicken. Sie möchten halt, dass sich jemand das ansieht und den Ursprung bestimmt. Wie sollen wir antworten? Wir können jemanden von unserem Hof schicken und das quasi klären lassen. Das würde uns 5 Order geben und plus 10 Stein. Da ist jetzt wieder die Frage, ist es dauerhaft oder rundenbasiert? Die Knochen haben keinen Wert und sollten zerstört werden. Dann würden wir einen Stonecutter-Civic bekommen in Antium, allerdings auch eine Order verlieren. Wir können die Knochen zur nächsten Stadt bringen, um sie weiter zu studieren. Das würde aber auch unsere Order reduzieren um 3, allerdings 60 Forschungspunkte geben. Oder wir können Schriftgelehrte beauftragen oder Schreiber beauftragen, ein episches Gedicht über Drachen zu schreiben, was uns Trainingspunkte geben würde, 2 Legitimität und wir würden extravagant werden. Tja, pass mal auf. Ich bin der Meinung, dass wir die Forschungspunkte nehmen. Ich glaube, dass dieser Abzug für Orders nur diese Runde bezieht und nicht die Rate. Außerdem 60 Punkte, ne? Wir verkürzen hier wieder. Darum machen wir das so. Und in der Tat hat es sich auf die aktuellen Order und nicht auf die Rate bezogen. Gut. Was da als Skirmisher? Ja, das sind die gewesen. Dann gehen wir weiter. So, hier waren wir zwar schon, aber dann erkunden wir vielleicht von da oben weiter. Und wir bauen... Ja, so ein Schrein wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Mehr Kultur, Minen. Plus 50% Output. Aber hier steht nicht angrenzende Minen. Wenn sich das auf alle Minen bezieht, dann wären das diese ganzen Minen. Das lohnt sich also massiv. Wir bauen einen Schrein von Vulkan. Sehr schön. Hier können wir auch einen Schrein für mehr Kultur und mehr Wachstum von Venus. Hier mehr Trainingsrate und mehr Kultur von Mars. Ich glaube, Wachstum ist immer gut. Machen wir das. Wir bauen hier einen Schrein der Venus. Okay. Dann geben wir die ganzen Steine, die wir hier bekommen haben, auch mal aus. Weil das Errichten der Schreine, der Tempel natürlich auch ein bisschen Stein immer verzehrt. Ja, jetzt haben wir keine Order mehr. Wir könnten uns noch hierher begeben, dann bauen wir da gleich noch einen Steinbruch. Aber dann war es das schon für dieses Jahr. So, unsere... Moment, das ist doch unsere unsere Halbschwester. Nee, Sister-in-law, unsere,
die Frau von meinem Bruder. Verdammt. Was ist denn das nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ah, Familienbeziehung und so. Schwägerin, oder? So, hat Erfahrung gewonnen. Und wir können sie jetzt trainieren. Entweder plus eins Mut, plus eins Weisheit oder den Affable Trait bekommen. Plus zwei Wachstum, wenn sie als Gouverneur tätig ist. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Nee, wir nehmen das hier, weil uns das... Nee. Weisheit ist immer gut. Komm, nehmen wir. So, wir werden hier ständig angegriffen. Das heißt, hier nehmen wir langsam Schaden. Jetzt müssen wir hier mal endlich das Ding ausradieren. Okay, also scheinbar haben die Vandalen sich vorbereitet auf eine Invasion unserer Ländereien. Zum Glück konnten die, oder sind die meisten Waffen in einem unbenutzten Vorrat gewesen. Was sollen wir mit dieser Entdeckung machen? Oh, das machen wir auf jeden Fall, weil hier gibt's Holz. Also wir können entweder unsere Soldaten ausrüsten für kommende Kriege, dann würden wir eine Einheit Speerkämpfer bekommen, oder die Waffen zerstören und die Materialien daraus gewinnen. Das gibt uns 100 Eisen und 100 Holz. Und da wir chronisch Holzmangel haben und Holz auch immer teurer wird, würde ich sagen, machen wir das. So. Eine neue City Site. Und ja, wir könnten jetzt natürlich noch weitere Vandalendörfer suchen, aber diese Einheit hier muss sich erstmal regenerieren. Kann man... Ah, hier, da ist es. Das machen wir dann in der nächsten Runde. Diese hier können wir dann ruhig da oben hin bewegen. Allerdings brauchen wir erstmal neue Befehle. Ah, genau. Steinbruch. Okay, jetzt wo wir mit den Ägyptern Frieden haben, können wir da eigentlich auch auf das Land gehen? Ja, können wir. Sehr schön. Das heißt, wir können komplett aufklären, was da so los ist. Ach, der ist auch... Ich sehe gerade, dass der auch Schaden genommen hat. Dann werden wir den auch mal abstellen zum Heilen. Oh, unsere Mutter ist gestorben. Da gibt es kein Pop-Up für. Ah ja, das muss ich euch noch zeigen. Ich habe nämlich natürlich was übersehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon angesprochen hatte. Aber wir haben ja diesen Unfall gehabt von dem Sohn unseres Bruders. Und der, das war nicht einfach nur ein Unfall. Der ist tatsächlich verstorben. Hier kann man es sehen. Der hat gelebt von 4 bis 21. Und ist dann gestorben. Hier oben ist ein kleiner Totenkopf. So, und der ist natürlich jetzt auch bei unserer Mutter, denn die ist ebenfalls gestorben. So, ja, die werden alle älter, wie man sieht. Kommen dann neue Porträts auch dazu, das haben wir schon gesehen. Wir sind schon 49. Der zweite Sohn von Remus Julius ist auch schon 21 Jahre alt. Und ja, Erbe bleibt aber natürlich immer noch hier, Prinz Sextus Claudius. Okay, Leute, ich denke, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.